Folge 2 von EVE Online mit mir, Dennis und Basti. Hallo Basti. Hallo Dennis. Wir sind immer noch auf der State War Academy Raumstation, also auf unserer Kriegsakademie Raumstation und haben uns jetzt so ein bisschen durchs Tutorial leiten lassen. Wir haben das jetzt einfach mal durchgeklickt, so die verschiedenen Sachen. Das letzte Mal hatten wir ja am Ende so ein bisschen eine kleine Sackgasse, weil ich nicht genau wusste, wo es weitergeht und wie ich weiterkomme in diesem Tutorial. Aber tatsächlich hatte Basti vollkommen recht. Man wird so doll an der Hand genommen, man muss einfach nur wirklich genau machen, was sie sagen. Und ja, dann nach und nach genau die Sachen machen, in der Reihenfolge, in der sie sagen, dann geht's auch weiter. Und auch wichtig für später, falls es mal wieder so eine Missionsgeschichte gibt, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, einfach mal diese Tutorial-Ansagen von der Aura schließen mit dem X oben und dann ploppt meistens das nächste Fenster auf. Also deswegen, ja. Genau, jetzt abdocken, wir haben die nächste Mission, wir sollen diese Forschungsstation irgendwie beschützen. Ja, weil wir haben eine Flotte gemacht, ja. Wir sind jetzt in einer Flotte, genau. Ich weiß aber nicht, ob diese nächste Mission auch noch instanziert ist, also ob die jeder einzeln. Ich weiß es auch nicht. Entweder wir sind zu zweit da drin oder nicht. So, Spinatenaußenposten. Oh Gott, also ich sehe dich inzwischen, du bist lila markiert bei mir. Ja, du bei mir auch, genau. Ich kann ja mal an dein Schiff ranzoomen, das wird total spannend, weil du exakt dasselbe Schiff hast wie ich. Ach komm, das ist ganz anders. Es ist komplett anders. Es wird sich sicherlich bald ändern, aber noch haben wir dasselbe Schiff. Genau. Muss jetzt zur Position warpen. Ja, aber erstmal will ich wieder auf mein Schiff zurück betrachten. Mein Schiff betrachten, genau. So, zur Position warpen. Und zwar, welche Position? Wird mir nicht angesagt. Alles klar. Gut zu wissen. Klick da einfach mal drauf. Wird schon schief gehen. Oh, es funktioniert. Grandmaster Bushido. Lol. Ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht, welche, wo ich hinwarpen soll. Ich folge jetzt einfach mal dir. Also ich musste, da steht Operationsinfofenster und dann zu Position warpen. Da muss ich draufklicken. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe das Infofenster geschlossen. Das war wahrscheinlich dumm. Also anders ging es irgendwie nicht. Naja. Okay, dann mache ich das jetzt auch so. Captain, oh, was jetzt? Kapitän. Wusch. Und hingeworbt. Bin ich ja mal gespannt, was uns da für spannende Piraten erwarten. Warte jetzt mal, bin mal gespannt. Ob ich auch auftauche? Ja, fliegst du noch? Ich fliege noch, ja. Ich hab noch ein Stückchen. Müsste ich ja dann sehen. Und ich bin da und das heißt, wir sind alleine, nehme ich an, ne? Ja, wir sind allein. Okay. Gut zu wissen. Wie bei Secret World am Anfang. Naja, quasi allein, wir reden ja noch. Ja, genau. Aber später ist es denn so, dass man Sachen zu mehreren macht, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, ich glaube später sind Sachen alleine auch unmöglich. Aber. Nö, man kann sehr lange alleine spielen bei dem Spiel. Ah, okay. Also man kann auch einfach zwischendurch immer mal irgendeine Kopfgeldmission annehmen oder so. Also so eine gegen NPCs, also musst du jetzt, oder hier Piraten abschießen oder so. Das kannst du auch sehr lange alleine machen. Es gibt auch richtig Questreihen, die du alleine machen kannst und so. Also. Ah, aber die kann man auch quasi zu zweit machen. Damals gingen bestimmte zu zweit, bestimmte nur alleine, ja. Also okay. Das wird aber angezeigt normalerweise. Alles klar. So, fliegen Sie mit Ihrem Nachbrenner durch die Wolke, okay. Nachbrenner aktivieren. Okay, ich merke mir jetzt gleich mal wieder die Sachen. Nachbrenner ist Alt F1. Okay. Reparaturmodul ist aktiviert. Alles klar. So, dann zeigen wir mal denen, was wir können. Was hat meine zweite Waffe für eine Reichweite? 5900, also kann ich... 5000 ist völlig okay weiterhin. So, wie weit ist denn der noch weg? 71 Kilometer. Da fließt ja ewig. Mann.
das Gebiet sichern. So, ich schließe jetzt mal hier die Aura, weil ich weiß, was ich zu tun habe. Danke. Was sind das eigentlich für eine geile Riesenraumstation da hinten? Kommunikationsrelais. Hübsch, hübsch. Das Spiel sieht schon fantastisch aus, ne? Das müssen wir nicht. Ja, du hast ja noch gar nichts gesehen. Also gerade wenn dann mal so 20 Schiffe nebeneinander fliegen und so und alle sehen cool aus und unterschiedlich. Das ist schon nochmal... Und nicht in so einem Nebel. Wir sind jetzt ja gerade auch noch mitten im Nebel. Das heißt, man sieht noch weniger. Ja, aber Nebel hat was. Ich merke schon, man kann es dir heute mit allem recht machen bei diesem Spiel. Guck mal, Basti, wir sind in einer grauen, langweiligen Umgebung, ohne irgendwelche coolen Sachen. Und es ist Nebel. Oh, ich finde das super. Ja, warte mal ab. Ich finde das Spiel halt, Mann. Ja, ne, ist doch schön, ist doch super, ist doch wunderbar. So, jetzt bin ich nur noch 27 Kilometer entfernt, sieht man da auch rechts in der Liste. Das ist ganz gut. Ach, da ist auch die Warp-Liste, die habe ich gesucht, das war früher noch anders angeordnet. Da sehe ich dann auch weiter entfernte Sachen, zu denen ich nur hinwarpen kann. Cool. Oh, ich werde beschossen. Au, der hat Raketen. Verdammt. Schießen. Schießen los. Schießen sie. Achso, ich bin noch gar nicht in Reichweite, oder? Naja. 7 Kilometer. Aber ich habe so starke Schilde, der kann mir gar nichts. Mein Reparaturmodul ist aktiviert. Das repariert die Schilde die ganze Zeit. Ja, komm, schieß. Was ist denn jetzt los hier? Schießen sie. Ja, jetzt wird geballert, Mann. Oh, das war schnell vorbei. Das war ein Schuss und dann war er tot. Nächster umkreisen. Aha, umkreisen ist also W. Gut. Ah, ich merke mir das jetzt langsam wieder. Als Standard festlegen 5000. So, dann müsste er eigentlich... Nee, dann macht er immer noch 1000. Hä? Als Standard festlegen 5000. Das heißt, wenn ich jetzt umkreisen mache, müsste er 5000 machen. Genau. Alles klar. Das funktioniert. Au. So, und schon wird wieder geschossen. Wird geschossen. Es wird geschossen. Ich habe den nächsten kaputt gekriegt. Den hier angreifen, Ziel aufschalten und angreifen. Das müsste eigentlich automatisch geschossen werden, sobald ich in die 5000 Meter Reichweite komme. Genau. Das ist doch wunderbar. Wie schön das alles funktioniert. Das funktioniert noch genau wie früher. Das Kämpfen hat sich nicht großartig verändert, zumindest jetzt bisher. Vielleicht dann nachher in den Feinheiten irgendwie. Und das ist mehr oder weniger das, was du dann den Großteil des Spiels machst, indem du nicht handelst oder Mining machst oder sowas. Also die Kämpfe sind immer so. Du fliegst zu den Gegnern, drückst auf Umkreisen und klickst auf deine Waffen. Und dann guckst du zu und hin und wieder drückst du nochmal auf irgendein Schildreparaturmodul oder auf, wenn du dann sowas hast, später hier so Täuschkörper gegen Raketen oder sowas. Ja, da gibt es ja schon einige Möglichkeiten, ne? Du musst auf die Entfernung wahrscheinlich auch achten und so, ne? Klar, du kannst natürlich bei verschiedenen Gegnern, verschiedenen Gegnertypen dann auch eher mit Sachen angreifen, die gegen Schilde funktionieren oder eher gegen mit Torpedos oder so, die dann gegen Hülle direkt, also gegen Panzerung funktionieren. Mhm. Also da gibt's natürlich, klar, gibt's da Feinheiten, aber im Endeffekt ist das die Kernspielmechanik des Spiels, ist Gegner, Klick, umkreisen und dann nacheinander immer mal wieder hier auf die Sachen drücken. Also ein bisschen wie bei so Secret also World oder WoW. Also ein bisschen wie bei den Standards im WoW und sowas. Genau. Da machst du ja auch nichts anderes. Nur dass es hier halt besser aussieht. So. Ja, das ist richtig. Finde ich. Ja, ist ja auch. Na gut, es hat halt Schiffe, ne? Es hat halt Raumschiffe. Es ist halt, muss man auch einfach mal sagen, es hat halt Raumschiffe. Warum? Schieß doch mal auf jemanden bitte. So, der erste ist tot. Jetzt bitte den zweiten auch noch töten. Wo ist denn der Knödel? Da oben. Der Narko-Pusher und dann hier noch den letzten bitte
annähern. Der fliegt wilde Kurven, will ausweichen. So, ich bin fertig. Du bist fertig, ich bin beim... Ja, es war nur diese Jäger-Dings, okay. Sind's nur abschießen und dann sollst du einen Container holen. Ah, da bringen sie dabei Sachen einzusammeln, ja. Ich verstehe. Und das war's. Okay, nee, ich muss noch den letzten abschießen. Aber das kriegen wir problemlos hin. Da ist er. Wieso? Ah, oh, jetzt schießt doch mal. Kann auch sagen, was im Container ist, denn da ist nichts Spektakuläres drin. Es waren nur Erze. Deswegen vermute ich mal, dass wir jetzt erfahren, was wir damit machen können. Vielleicht Sachen herstellen, genau. Wieso kann er denn den jetzt nicht angreifen? Greif den doch mal an, bitte. Ich hab den doch. Ah, den hat er irgendwie nicht aufgeschaltet gerade. Naja, ist egal. Jetzt hat er's. Die sind aber echt deutlich schwächer als die Angreifer am Anfang, diese Drifter in der Tutorial-Mission. Na gut, die am Anfang waren ja auch irgendwelche Überdinger. Naja, über nicht, aber die waren schon größer als unsere Korvetten. Das waren jetzt ja auch nur so kleine Korvetten. Was ja das kleinste Schiff im Spiel ist. Gibt ja keine Jäger, also Jäger sind hier Korvetten. Sozusagen. Normalerweise hat man ja dann unter Korvetten noch sowas wie Bomber, Jäger und so, so diese üblichen kleinen, das gibt's hier alles nicht. Muss man ein bisschen umdenken im Kopf, aber... So, 2500 Meter, Frachtraum öffnen, so. Ach, ich muss anhalten, Frachtraum öffnen, alles erbeuten, oh, ganz viele lustige Materialien, toll. Mexalon, Pyrit, Tritanium, Megasit und Isogen. Ist ja toll. So, und wieder zurück zur Heimatstation. Warpantrieb aktiv. Bist du schon zurückgeworbt? Ja, ich bin im... Wieder Hangar. Im Hangar, okay. Ja, ich komme jetzt auch. Ich warpe mal durch den Asteroiden durch. Und gehe nicht kaputt dabei. Ich bin ja wahrscheinlich in einer anderen Dimension da sozusagen durchgeworbt. Da kann mir natürlich nichts passieren. So. Oh, bin ich froh, wenn ich ein neues Schiff habe. Dieses. Nicht, weil es hässlich ist, es ist eigentlich ein ganz hübsches Schiff, aber es ist halt diese Anfangskorvette, die will man ja natürlich loswerden irgendwie. Endlich sein eigenes Schiff haben. Oh, die Raumstationen sehen auch geil aus. Mann. Die sind auch groß. Ja, ja, die sind. Die waren ja lange Zeit das Größte im Spiel. Dann kamen die Titanen und dann kamen die eigens gebauten Raumstationen. Da müssen wir auch mal hinfliegen zu so einer Zitadelle. Ich will mal sehen, wie die aussehen. Die müssen ja unfassbar okay. Riesig sein. Ich soll jetzt was. Oh, ich werde jetzt an den Markt rangeführt. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Ich krieg das ja auch alles gerade erzählt. Blaupläne für die zivile Datenanalyse. Boah, das kostet ja 20.000. Ja, nee. Ja, dann kaufe ich immer eins. So. Genau. Blaupausen sind mit das Wertvollste. Blaupausen und Skillbücher. Gerade Skillbücher, weil du natürlich erst Skills lernen kannst. Aus einer Kategorie, wo du das entsprechende Grundlagenbuch dir gekauft hast. Und also dafür gibt man den Großteil seines Gelds tatsächlich meistens aus, wenn nicht für Raumschiffe. Industrie. Bitte Blaupause einlegen. Gegenstand da. Gegenstandshangar ziehen, habe ich doch gemacht. Ja. Ah. Daten. Okay. 30.000 ISK haben wir bekommen. Dauert 2 Minuten. Na gut, dann warte ich. Das kriegen wir gerade noch hin. Dann gehe ich einmal kurz auf Toilette, bin gleich wieder. Tu das. Viel Spaß. Was soll ich machen? Blaupause für das Dingens. Ja, ja, ja. Markt. Meine Maus hat sich verheddert. So, Markt, genau. Der Markt ist unfassbar groß, also da sollte man immer die Suche benutzen, wenn man halbwegs weiß, was man sucht. Es wurde nichts gefunden. Habe ich es falsch geschrieben? Nee. Eigentlich nicht, oder?
Datenanalysegerät. Eigentlich müsst ihr es doch finden. Ich wollte euch gerade demonstrieren, wie gut die Suche ist. Aber ist sie gar nicht. Na gut. Aber hä, wieso findet er es denn nicht? Datenanalysegerät müsste doch eigentlich blau... Achso, ziviles. Das fängt natürlich mit Z an. Das habe ich falsch gesehen. Hä, aber... Was zur Hölle? Wieso funktioniert das nicht? Das ist echt komisch. Eigentlich müsste er sofort jetzt das finden. Irgendwas mache ich falsch. Gut, dann Schiffsausrüstung, Scan-Ausrüstung, Analysatoren, Civilian Data Analysis. So, genau. Und jetzt sieht man schon das Handelssystem. Ich habe vor 4 Jahren, als ich das Spiel exzessiv oder zumindest sehr viel gespielt habe, habe ich mich hauptsächlich in diesem Bildschirm rumgetrieben, nämlich gehandelt, gehandelt, gehandelt. Dadurch bin ich mega reich geworden. Ich hatte damals mehrere Milliarden ISK auf dem Konto. Milliarden. Ihr seht ja, was die Sachen hier kosten. Also selbst die krassesten Preise hier sind im Bereich von 100.000, 400.000. Klar, Schiffe kosten dann in die Millionen, in die 100 Millionen teilweise auch, wenn es sehr große sind. Aber ich hatte tatsächlich, ich war Milliardär, also Ingame-Milliardär, leider nur. Und das habe ich mir alles erhandelt. Also ich habe da wenig Missionen tatsächlich gemacht. Da kriegst du natürlich nicht so ein Geld zusammen. Sondern ich habe irgendwann einfach große Zerstörer und Kreuzer gehandelt, also Schiffe. Da hat man dann am Tag schon mal hier ein, zwei verkauft von, also gekauft und verkauft zu einem guten Preis. Und damit hat man dann auch eine Menge Geld verdient. So, ich kaufe mir jetzt hier mal einen davon. Genau. Das sieht jetzt erstmal kompliziert aus, aber im Endeffekt ist das einfach nur ein ganz simples Kaufen. Hallo, ich erkläre gerade so ein bisschen das Handelsmenü hier, weil ich mich ja damals vor 4 Jahren die meiste Zeit in diesem Handelsmenü rumgetrieben habe, um eben so schweinereich zu werden. Da war das so ein bisschen wie Excel-Schubsen, so konntest du abends nach der Uni nochmal ein bisschen im Ingame-Excel rumspielen, sozusagen, und damit Geld verdienen. So, ich habe jetzt auch mein Datenanalysegerät gekauft. So, finden Sie im Gegenstandshangar die Blaupause. Habe ich gemacht. Mit der rechten Maustaste Blaupause benutzen. Tada! Genau. Links sind die Materialien und rechts kommt dann das entsprechende Gerät raus. Das wird alles sehr viel komplizierter, wenn du sowas wie ein Raumschiff selber bauen willst in diesem Crafting-Menü. Weil du natürlich dann nicht nur so 3, 4 Materialien hast, sondern dann hast du natürlich Dutzende. Ja, das glaube ich. Und die musst du erstmal benutzen, um grundlegende Sachen für das Schiff herzustellen, Rumpf und irgendwie einen Antrieb und weiß ich was. Und dann kannst du diese ganzen Sachen dann auch wieder zusammenbauen zum fertigen Raumschiff. Ist aber ein relativ aufwendiger Prozess, der relativ lange auch dauert. Nicht nur mal 2 Minuten oder so, sondern dann auch mal Tage oder Wochen, je nach Schiffe. Also so einen Titan baust du natürlich nicht innerhalb von einem Tag. Selbst wenn du eine große Corporation hast. So, starten. Wir bauen jetzt mal das Ding. 2 Minuten, genau, hast ja gesagt. Inception Skill Package. Ja, eingelöst. Toll. Was ist denn das jetzt? Ist das so eine Art Lootbox oder so eine Scheiße hier? Gibt's sowas jetzt hier auch? Oh, nee. Das ist tatsächlich so eine Art Lootbox. Oh, Mann. Kann ich mal ein Spiel keine Lootboxen haben, bitte? Was kann das denn? Wurde Ihnen vom Mentor verliehen, um Ihre Kapselpilotentraining? Darin befinden sich Skillbücher. Oh, das ist ja nett. Sorgfältig hergestellte Tresor, womit allerdings eine Beschädigung des Siegels. Ah, okay. Also, es sind wirklich einfach eine Lootbox. Die dürfen wir aber öffnen. Guck mal, Fregatten und Zerstörer kannst du hier direkt schon mal freischalten. Sehr nett. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Sehr, sehr nett. Ich füge mal den Skill hinzu, damit ich das entsprechend machen kann. Fregatten mache ich mal gleich. Das Training schalte ich mal ein. Ja, Skill-Training wechseln. Ich habe zwar gerade noch was anderes trainiert eigentlich, aber irgendwas mit Schilden oder so. Genau, Schilde, Stufe 3.
Aber es macht natürlich mehr Sinn, jetzt erstmal auf Fregatte zu gehen, damit ich wegkomme von dieser blöden, lamen kleinen Anfänger-Korvette. So. Klicken Sie rechts auf Ihre Fregattenskill und wählen Sie Stufe 2. Jetzt werden Sie automatisch die zweite Stufe trainieren. Ah, ich soll gleich noch die zweite Fregattenstufe hinterherhauen. Ja, mache ich. Schiebe ich mir sogar nach oben, alles schön mit Drag and Drop. Und ich kann aber die freien Skillpunkte verwenden, um das alles sofort zu lernen. Zack. Problem gelöst. Raumschiffkommando, Kaldari-Fregatte. Packe ich mir mal Stufe 3 auch noch direkt rein. Es wird empfohlen, jederzeit einen Skill in der Warteschlange zu trainieren. Genau, da hat man nämlich den Sonderfall von EVE Online. Den gibt es ja in fast keinem anderen Online-Rollenspiel, soweit ich weiß. Soweit ich mich damit auskenne. Ich habe ja jetzt nicht so viele gespielt. Aber was man so hört. Nämlich, dass es hier keine Erfahrungspunkte gibt. Also nicht im klassischen Sinne. Du bekommst halt keine Skill- oder Erfahrungspunkte für Level oder Missionen oder sowas. Du kriegst, alles dauert einfach Zeit. Also du erkaufst dir neue Fähigkeiten immer mit Zeit. Und dann gibt es natürlich solche Möglichkeiten, wie solche Booster sich zu kaufen gegen Geld. Also im Endeffekt ist Geld sowas wie Erfahrungspunkte, weil du natürlich das umtauschen kannst in solche Skillpunkt-Booster und sowas. Aber im Endeffekt ist es alles über Zeit erreichbar. Also wenn du einfach nur jeden Tag dich einmal einloggst und neue Skills in deine Skill-Warteschlange packst, dann kannst du das Spiel auch weiterspielen und fortschreiten darin, wenn du gar nicht spielst. Also außer einmal kurz einloggen am Tag. Ist ein bisschen dadurch wie ein Free-to-Play-Spiel, wie so ein klassisches Clash of Clans oder so. Ja. Wo man halt einmal kurz reingeht, ein paar Sachen befiehlt und dann den Rest des Tages nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat. Genau, und trotzdem hast du halt Fortschritte, weil du dann am nächsten Tag dich freust. Ach, guck mal, ich habe wieder zwei Skills gelernt, die in der Warteschlange über Nacht erlernt wurden. Genau, deswegen sollte man immer aufpassen, wenn man schlafen geht, dass man dann irgendwie weiß, ah, ich bin jetzt 8 Stunden, kann ich nicht spielen, weil ich schlafe. Dann sollte man was drin haben, was länger als 8 Stunden dauert. Um Skill. So. Ich sollte jetzt Stufe 3 und 4 meines Fregattenskills hinzufügen, jawohl. Damit ist sie länger als 24 Stunden gefüllt. Sie können mit Skill-Injektoren, genau, und die kann ich mir natürlich für echtes Geld kaufen. Oder für Beziehungsweise, Unechtes geht's auch. ja, für ISK kann ich mir über den Umweg, genau, oder ich kann mir nicht, ich kann sie, früher konnte ich die nur für Plex kaufen, aber jetzt geht's auch für ISK, das ist doch schön. Wir können ja mal kurz gucken, hast du mal geschaut, wie viel so Skill-Injektoren kosten? Ich guck mal kurz nach. Gott, ich finde den Marktplatz gerade nicht, weil ich so dumm bin. So, jetzt hier. Skills. Kann ich irgendwo... Zielaufschaltung, Wissenschaft. Wo finde ich die denn? Funktioniert bei dir die Textsuche beim Marktplatz? Weil bei mir irgendwie... Wenn ich da jetzt Skill eingebe... Ach doch, dann findet der Skill-Injektor. Ach, guck, Mensch. Könnte ich mir sogar einen großen könnte ich mir leisten mit meinem Geld. Kostet nur 771 Millionen. Von den kleinen kann ich mir tatsächlich mehrere leisten. Wenn ich meine ganzen Plex umtausche natürlich nur. Ich habe ja über 1 Milliarde ISK auf dem Konto. Aber mache ich natürlich jetzt nicht. Wir wollen ja normal vorankommen. Ja, so, das war dann, würde ich sagen, Folge 2. Wir haben wieder viel gelernt. Ihr merkt schon, es ist am Anfang ist viel zu lernen, viel zu verstehen. Und ach, guck, das Gerät ist fertig. Zack. Data Analyzer, den kann ich dann, kann ich den nicht auch direkt hier irgendwie rüberziehen in mein Inventar? Nee. Ach so, der ist schon in meinem Inventar. Genau, den kann ich jetzt natürlich in mein Schiff einbauen. Ich nehme an, das ist Teil der Aufgabe. Ach nee, öffnen Sie Ihren Plex-Tresor, ist jetzt meine Aufgabe. Wo ist denn der Plex-Tresor? Der ist bei Pilotendienste, Lackierung, Plex. Oh, 60.000 ISK habe ich gerade bekommen. Wofür habe ich die denn gekriegt? Ist ja nett. Plex-Tresor. Hä? Aktueller Klonstatus. Ja. Gesamtkapital 1,3 Milliarden. Schön. Ach, hier. Nee, das ist nur mein normaler Tresor. Aktien. Aktienhandel gibt es übrigens auch noch. Damit kann man auch sehr reich werden. Das nur mal so am Rande. Handel.
Können in Tresor gefunden werden. Bin ich jetzt... Du, ach, da, Mann, ey, da ist der scheiß Plex-Tresor. Jetzt check ich's erst. Recruit. Your preparation may seem overwhelming, but you'll be glad that you are being held to a high standard. I am about to release you into the unknown. The Sisters of Eve research outpost, critical to our efforts against the Drifters, has gone completely dark. We need you to get out there and find out what happened. Okay, also nächste Mission ist diese Forschungsstationsgeschichte. I have approved that communication and I'm connecting her to you now. Okay, Professor Tennen wird durchgestellt. I had to push this all the way to the board of directors. I was adamant that the sisters would not be of any further assistance if they would not grant me this warrant. The truth is, Captain, that this outpost is very important. More important than Fleet Commander Katara realizes. In all honesty, there are few people I can trust these days. The Empire's relationship with the Sisters of Eve has been tense in the past. You saved my life, however, and I feel that I can trust you. Captain. Sie glaubt wirklich, sie kann uns vertrauen. Your next journey will be a little longer than any you have undertaken in the past. Ah ja. Ah, jetzt lernen wir auch springen. Im Nachbarsystem, nämlich der Außenposten. That means that to get there, you will need to jump through a stargate. Along the way, many humans enjoy reflecting on the beauty of the cosmos and report feelings of tranquility and wonder. Especially in advance of potentially life-threatening situations, such as our country. Stimmt, Wurmlöcher gibt's ja auch schon seit ein paar Jahren. Das habe ich auch gar nicht mehr miterlebt. Die wurden gerade eingeführt mit dem Update. Sie erwähnt hier nur gerade Wurmlöcher. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Da kann man dann eben natürlich, wie du so ein Wurmloch halt kennst, so eine Brücke praktisch zwischen zwei Orten in der Galaxie, kannst halt sehr schnell dann von einem Ende des Universums zum anderen kommen. Und es gibt auch Wurmlöcher, die in praktisch so eine andere Dimension führen, wo dann so eine ganz seltsame Alien, so ein bisschen Spezies 8472 mäßig, so eine andere Alien was erlebt. Da gab es ein riesen Event, das ging bestimmt ein halbes Jahr oder ein Jahr, wo ständig sich überall Wurmlöcher geöffnet haben, das war vor 3 Jahren oder so, und diese Aliens da rauskamen und dann mussten die Spieler nach und nach sich erst verteidigen und sie dann zurückdrängen und dann in deren Raum fliegen durch die Wurmlöcher, die sich aber nur zufallsbasiert irgendwo geöffnet haben. Dann hat sich das rumgesprochen und dann mussten die Spieler innerhalb weniger Stunden zu diesen Wurmlöchern hin, da durch und dann auf der anderen Seite irgendwelche Raumstationen zerstören von diesen Aliens, um eben nach und nach diesen Krieg zu gewinnen gegen die Alienrasse. Es war okay, so ein paar Monate, cool, die das lief, dieses Event. Aber da habe ich schon nicht mehr mitgespielt. Ich habe es nur von Freunden gehört und im Internet gelesen. Ja, ist aber auch schon wieder ein bisschen her. Die machen aber ständig sowas, die Entwickler. Also da gibt es immer mal cooles Zeug. Was ist los? Ich habe gerade mal die Karte gefunden. Ach du... Ja, nee, guckst du dir gar nicht erst. Also das ist... da wirst du wahnsinnig. Ich habe von all diesen Sachen habe ich vielleicht 50 Systeme gesehen. Ja, also es ist unfassbar, wie viel da noch mal drin. Mal so eine Frage. Ich mache sie auch mal auf, damit die Leute sehen, was dich so schockiert hat. Das ist so geil, da mal rauszuzoomen. Was für eine Frage, Basti? Frag doch bitte. Wir sind ja bis jetzt, ich hatte ja keine Ladescreens und so. Ist die ganze Welt so, dass es nicht geladen wird? Das Spiel schaufelt tatsächlich, also es gibt ja kurze Ladesachen zwischen Raumstationen und Weltall, ne? Also da gibt's ja immer ein paar Sekunden, die du lädst. Ja, das ist das Einzige, also bis jetzt. Und im Weltraum hast du, wenn du in eine Sprungstation reinfliegst, dann auch eine kurze Ladezeit. Okay. Also es gibt kurze Ladezeiten, aber im Großen und Ganzen schaufelt er das meiste tatsächlich während des Spielens einfach in den Hintergrund rein. Das ist beeindruckend bei der Größe. Ja, also es ist mittlerweile wirklich groß. Es war zu meiner Zeit, es klingt immer so, als wäre ich uralt, aber damals, als ich gespielt habe, war es noch ein bisschen kleiner, aber sie haben noch hier und da immer mal Systeme rangeflanscht. Ja, das ist doch lächerlich. Vor allem, jeder einzelne kleine Punkt ist ein Sonnensystem und in dem Sonnensystem sind auch nochmal Dutzende Sachen zum Teil. Also, ja. Das ist Witz. Das ist unfassbar groß. Naja, gut, Leute, wir machen erstmal ein Päuschen. Das war die zweite Folge. Der Aufruf bleibt weiterhin bestehen. Ihr dürft gerne mitspielen.
wir wollen nicht zu zweit hier rumhängen. Also wollen wir schon, wir spielen auch gerne zu zweit, aber wir spielen auch gerne zu dritt oder zu viert. Also wenn ihr Bock habt, dann kommt doch dazu. Ich kann euch empfehlen, Kaldari zu spielen, weil dann seid ihr hier in der Nähe. Ihr habt gerade gesehen, wie groß das Universum ist. Ich kann ja nun mal zeigen, wie weit man da teilweise dann fliegen muss. Also andere Reiche sind locker mal teilweise 100 Systeme oder mehr weg. Und ihr müsst das alles fliegen, um dann zu uns zu kommen. Das heißt, es macht Sinn, auch als Kaldari anzufangen, wenn ihr mit uns spielen wollt. Aber natürlich geht es auch, dass ihr andere Völker spielt. Dann dauert es halt nur mal ein bisschen, um dass wir uns auch finden im Spiel. Aber ja. das kriegen wir dann schon hin. Das ist kein Problem. Also kein so großes. Gut, Leute, das war Folge 2. Das war Basti, das war Dennis. Tschüss.